Niki, ich freue mich, dass du zur nächsten Step Intermediate Stunde dabei bist, denn wir haben diese Choreo, die wir heute in Step Intermediate machen, letzte Woche als Easy Step gemacht. Das heißt, du kannst dich auch hier wieder schön steigern. Das bedeutet, wenn dir es zu viel Drehungen sind oder einfach mal ein bisschen zu schwierig ist, dann bitte, bitte mach erstmal diese Easy Step Stunde davor, dann hast du eine gute Grundlage und dann kannst du vielleicht auch besser hier folgen. Natürlich hast du immer die Möglichkeit, über YouTube deine Geschwindigkeit zu regulieren, sodass du einfach mal zurückspulst, langsamer machst und so weiter und so fort. Das heißt, halte auf jeden Fall durch. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Du brauchst auf jeden Fall Platz rechts und links und vor dir und hinter dir. Also heute ein bisschen größer Platz lassen. Und jetzt würde ich sagen, lass uns starten. Wir starten, atmen erstmal tief ein und aus. Tief einatmen. Und aus. Tipp Front rechts und links. Tipp. So, wir machen heute die Choreo von letzter Woche etwas schwerer, wie schon im Intro erwähnt. Und ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, denn wir wirbeln ein bisschen mehr über und rum und wie auch immer. Deswegen, du brauchst Platz. Ich passe immer mit meiner Schräge ein bisschen auf. Nimm die Arme mit. Wir machen ein kleines Warm-up. Nicht zu lange. 4, 3, tap up. So, ich freue mich. Die neue Playlist schon einmal probiert jetzt für die Easy Step Choreo. Und sie groovt richtig und wir haben einen schönen Salsa-Part zwischendurch. Also da können wir auch die Hüfte shaken. Nimm die Arme mit. Hüfte schön nach vorne. Wir vergessen nicht. Nicht das Endprodukt ist das Ziel unserer Stunde, sondern, also was heißt Stunde, unsere Einheit, sondern wirklich, dass wir die ganze Zeit in Bewegung sind, Kalorien verbrennen und natürlich Spaß haben und abschalten. Das heißt, wenn es mal nicht so gut klappt, nicht schlimm, mach einfach weiter, bleib in Bewegung. Wir starten in 4, 3, Knee Lift. Knee Lift. Versuch den Knie schon ganz nach oben zu ziehen. Nimm den Arm diagonal. Der Aufbau wird jetzt auch ein bisschen fixer sein. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener als beim Easy. Die letzten 4, 3, 2. Achtung, gib mir Kick, die Arme bleiben. Nimm die Fingerspitze Richtung Zehenspitze. Hopp, tap. Ich glaube, ich muss mir meine Brille aufziehen. Ich sehe gar nicht, ob ich auf Start gedrückt habe. Du machst mal weiter. Noch 8, 7, 6. Sehr gut. 5, die letzten 4, 3, 2 und Achtung, gib mir Repeater. 3 Knie. 3, 2, 1. Go, go. Wir machen hier schon eine kleine Variation für unseren Repeater. Gib mir einmal Knie oben, einmal Tap unten, Knie oben. Knie oben. Tap unten, Knie oben. Hopp. Aus dem Tap wird gleich schon ein Elvis. Wir drehen heute super viel auf dem Step. Deshalb versuch immer schön, nur die Zehenspitze oder den Vorderfuß auf dem Stepper zu haben. Vor allem, wenn wir nachher kleine Drehungen einbauen. Hopp. Oben, tief unten. Die letzten 2. Eine noch. Und tap up. Ich versuche mal, schön face to face zu euch aufzubauen. Aber keine Angst, wenn es schwerer wird, komme ich zu dir. Aber den einfachen Part machen wir mal so. 4, 3. Gib mir 2 Knie. Wir starten mit Block Nummer 1. Knee Lift. Tap up. Wir brauchen 2x2 Knie und dann nur noch einen. 4, 3, 2, 2 Stück. 2 Stück. Einen.
Step up. Nochmal 4, 3, 2, ohne Änderung, 2 Stück. Wir nutzen es noch ein bisschen als Warm-up. Einer. Step up. Ganzer Fuß auf den Step. Wir rollen die Ferse ab. 4, 3, 2, 2 Stück. Einer. Step up. Gut, bereit? Kleine Änderung, Knee Kick. 4, 3, Knee Kick. Kick. Und Knee Kick. On the lift. Tap up. Gut, nochmal. Genau so. 4, 3, 2, let's go. Knee Kick. Knee Kick. On the lift. Tap up. Wir verändern den Knee Lift zum diagonalen Tap, wie bei Easy Step. Let's go. Tap, tap und diagonal. Tap up. Das geht wahrscheinlich locker von der Hand, vor allem wenn ihr schon letzte Woche mitgemacht habt. Let's go. Tap, kick. Tap, kick. Tap, tap up. Der bleibt aber nicht so. Hier kommt schon die erste Änderung. Daraus machen wir einen Pony. Let's go. Bleib bei dem, was du kannst. Kick, Tap und Pony. Tap up. Du kannst beim Tap bleiben. Ansonsten probier einen schönen Schritt. Zack, zack, zack. Knee, Kick. Knee, Kick. Und jetzt Pony. Bam, badam. Tap up. Ein kleiner Wiegeschritt. Wir üben den mal. Wir machen nur den Pony, okay? Let's go. Pony auf rechts. Bam, badam. Bam, badam. Vorne hin. Vorne. Ein kleiner Sprung. Jump. Jump. Und letzter. Tap up. Gut. Den bauen wir ein. Und wir setzen jetzt gleich schon zwei Basics hinten ran, okay? In 4, in 3, 4, 3, Knee Kick, Knee Kick, Knee Kick, Pony, 2 Basics, links, rechts, links, rechts, tap up, let's go, Knee Kick, Knee Kick, Pony, bam, 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 basic. Hop, hop. Hop, hop, tap up. Nochmal, let's go. Schon schön, so face to face. So habe ich wenigstens das Gefühl, ich kann dich ein bisschen besser erreichen. Dank, 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 basic. Wir verändern die Basics. Bereit in 4, 3. Wir tippen mit den Basics. Ein Basic, wir bleiben auf dem Step und tippen vor. Pony. Basic, 2 Stück. 1, 2. Tap up. Hast du gesehen? Komm mit, let's go. Hop, tap. Hop, zack. Und komm vor. Tipp links, tipp rechts. Tap up. Ich komm jetzt mal zu dir. Let's go. Knee, kick. Knee, kick. Pony. Bam, bam, bam. Komm vor. Hop, hop. Tap up. Das ist wie bei Easy Step, außer die Pony-Variante, die wir schon ein bisschen erschwert haben. Hop, zack, Pony. Komm hoch, hoch. Tap, tap, tap up. Okay, let's go. Knee, kick. Knee, kick. Pony, komm hoch, hoch, tap, tap, tap up. Du bleibst bei dem, was du kannst. Let's go. Knee kick, knee kick, knee kick. Ich komme wieder, keine Frage. Und hoch, tap, tap, tap up. Siehst du, ich bin wieder bei dir. Bleib nochmal bei dem, was du kannst.
Knie, Kick. Knie, Kick. Pony, komm hoch. Tap, tap, tap up. Ich erzähle dir, was passiert ist. Bleib im Tap up. Tap up. Hopp, hopp. So, wir kommen jetzt gleich mit dem ersten Knie rüber. Gerne kannst du hier den Kick so ein bisschen auf die Seite machen, weil Kick vor ist der Stepper im Weg. Und dann kommen wir mit dieser Drehung wieder zurück nach Hause. Tap up. Easy. Das müssen wir nur 3-4 Mal machen. Es ist immer einfach für mich, gell? Ich weiß. Ich denke mir die Kurve ist ja auch aus. Und bei mir fließt es dann natürlich. Let's go. Knie rüber. Kick Seite. Knie, Kick. Pony aufs Brett. Jetzt dreh dich. Du siehst mich wieder. Tap up. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass du zum Rücken zu mir bist. Knee lift. Knee, Kick. Knee, Kick. Pony. Dank, dank, dank. Dreh dich. Tap, tap, tap up. Okay, wir üben nochmal. Rechts, links, rechts, links. Let's go. Hopp, Seite. Hopp, Kick. Pony. Dreh dich über rechts. Hoch auf den Step. Tap, tap, tap up. Let's go. Hoch, Seite. Hopp, Kick. Pony. Dreh dich. Tap, tap, tap up. Okay, nochmal rechts, nochmal links. Kick. Hüpp. Kick. Komm hoch. Hoch. Tipp links, tipp rechts. Tap up. Wenn du denkst, oh Gott, dann spul kurz zurück. Mach vielleicht auch über YouTube die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. Jetzt drehst du dich über links. Hopp. Kommst zurück nach vorne. Wir machen es noch einmal. 4, 3, 2, let's go. Dreh dich. Kick. Hopp. Kick. Pony. Hoch. Hoch. Tap. Tap. Tap up. 4, 3, 2, let's go. Dreh dich. Hopp. Hopp. Rechts. Links, tap up. Das ist Block Nummer 1. Merken, merken. Tap up. Trink was. Ich würde sagen, wir machen noch einmal Block Nummer 1 nach der Trinkpause, damit es richtig sitzt. Einmal braucht man ein kurzes Runterkommen. Trink auf jeden Fall genug. Ganz locker, kommen wieder zurück in 4, 3, 2, let's go. So, mich hat mal jemand gefragt, was let's go für ein Schritt ist. Let's go ist für mich immer, los geht's, ab geht's. Das ist wie dann beim Workout. Dann machen wir nochmal. Gut, bisschen runtergekommen, wir machen nochmal Block Nummer 1. Es ist vielleicht manchmal besser, ich rede Englisch und Deutsch, weil dann rede ich nicht so viel. 4, 3, Nummer 1, let's go. Knie rüber. Hopp. Knie, Kick. Pony. Bam, bam, bam. Dreh dich. Tap, tap, tap up. 4, 3, 2, and go. Zack. Pony. Bam, badam. Dreh dich. Tap, tap, tap up. Gut. Gib mir basic. Let's go. Basic. Knee lift. Knee lift. Knee lift. Repeated 3. Tap up. Das ist unser Grundstück für Block Nummer 2. 2 basic. 2 knee lift. Repeater. Repeat. Tap up. 4, 3, 2 basic. Knee lift. Zuerst bauen wir
repeate nochmal den Easy Block zusammen. Dieses Mal ein bisschen anders. Wir starten von vorne. Zwei Basic. Knee lift, knee lift. Knee lift. Repeater 3. So, du machst die zwei Basic. Ich verändere in 3 Push. Let's go. Zwei Basic. Basic. Knee lift. Knee lift. Repeat. Komm mit. 3 Push. Tab up. 4, 3, 3 Push. Knee lift. Hop. Knee. Repeat. 3, 2, 1. Tab up. 4, 3. Go, go. Push, push, push. Knee lift, oh, knee lift. Repeat. So, wir verändern schon gleich auf der linken Seite. Einer Push oben, ein Push unten, ein Push oben. Go. Oben, unten, oben, knee lift. Repeat. 3, 2, 1, tap up. Go, go. Einer oben, oben, unten, oben. Knee lift, knee lift. Repeat. Ich habe ja gesagt, der Aufgabe geht ein bisschen schneller. Pass mal auf. Komm oben, oben, unten, push. Knee lift. Mambo Cha-Cha Boden. Repeat. Schon ein bisschen anders wie beim Easy Step. Let's go. Wir kommen raus, raus, raus. Hop, knee lift. Mambo Cha-Cha. Repeat. Good. Tap up. Du bleibst bei dem, was du kannst. Push oben, push unten. Repeat. 3, 2, einiges verändert. Wir brauchen 2 Push, 1 Knee Lift. Komm mal gleich mit. Oben, Knee Lift. March am Platz. 3, 2, 1. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Repeat. Let's go, komm raus. 1, 2, Knee Lift. Marschier. 3, 2, 1. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Repeat. Tap up. Good. Folgendes. Wir nehmen den Knee Lift als langes Bein und setzen den Mambo Cha-Cha gleich hinten ran. Let's go. Wir kommen raus, raus, raus. Langes Bein. Mambo Cha-Cha March. Repeat. 3, 2, 1. Tap up. So lassen. Okay? Erstmal. Oben, unten, langes Bein. Mambo Cha-Cha March. Repeat. 3, 2, 1. Tap up. Jetzt hab ich's auch. Let's go, komm los. Hop, hop, langes Bein. Mambo Cha-Cha. Repeat. 3, 2. Wir bauen jetzt erstmal am Repeater, bevor wir sonst was verändern. Let's go. Hop, hop und langes Bein. Mambo Cha-Cha. March. Knee. Elvis. Knee. Tab up. Kennt ihr vom Warm-up? Go, go. Hop, hop, langes Bein. Mambo Cha-Cha. Knee Elvis, knee, Elvis, knee. Tap up. Wir gehen mal schon rüber, kommen aber gleich wieder zurück. Hop, hop, langes Bein, Mambo Cha-Cha. Marschier. Knee rüber, Elvis, Elvis und nach Hause. Tap up. Wir bleiben nochmal rechts und links. Hop, tap. Mambo Cha-Cha. Go. Zick. Tab up.
einmal nach links und dann kommen ganz schön viele Änderungen, aber Mambo Cha-Cha, March, Repeat, 3, 2, 1, Tap up, du bleibst bei dem, was du kannst, okay? Ich komme wieder, versprochen. Die letzten 4, 3, 2, let's go. Hop, hop, langes Bein, Mambo Cha-Cha. March. Knee, Elvis, Knee. Tap up. Nochmal zuschauen, nochmal zuschauen. Let's go. Hop, hop, langes Bein, Mambo Cha-Cha. Knee, Elvis. Tap up. So, du darfst nochmal zuschauen. Komm raus, ich erkläre, was passiert. Mit dem langen Bein gehen wir rüber. Mambo Cha-Cha, du drehst dich um den Step. Kommst dann mit dem Knee nicht nach Hause, sondern nach hinten und dann wieder nach Hause zurück. Nochmal, let's go. Hopp, hopp, langes Bein rüber. Mambo Cha-Cha, dreh dich über rechts um den Stepper. Links hoch, Knee nach hinten. Elvis, Knie zurück. Und Tap up. Jetzt habe ich den Elvis nicht reingemacht. Wir machen es nochmal zusammen. Das ist ziemlich verwirrend. Aber wenn es mal läuft, dann läuft es. Ich verspreche dir. Wir machen es einmal langsam. 4, 3, einmal langsam. Hopp, raus, rüber. Mambo, Cha-Cha, du drehst dich über links. Lauf, lauf, lauf. Kommst dann Knee Lift. Elvis nach hinten und Knee Lift nach Hause zurück. Und dann bist du hier. Marschier. Wir machen es auf rechts. Im Tempo. Noch 4. Noch 3. 4, 3, 2. Go. Hopp. Hopp, langes Bein nach hinten. Mambo Cha-Cha. March. 5, 6, 7, 8. Knie nach hinten. Elvis. Knie zurück nach Haus. 4, 3. Let's go. Das ist schon echt nicht easy. Mambo Cha-Cha. 5, 6, 7, 8. Knie rück. Elvis. Nach Hause. Let's go. Mambo Cha-Cha. 5, 6, 7, 8. Knie. Elvis. Tap up. 4, 3, 2. Go, go. Hop, hop. 5, 6, 7, 8. Tap up. Einmal nach rechts, einmal nach links. Let's go. Raus, raus, hopp. Mambo, Cha-Cha, March. 5, 6, 7, 8. Tap up. 4, auf der Zehenspitze. Go, go. Rüber. Mambo, Cha-Cha. 5, 6, 7, 8. Knie, Elvis, Knie. Tap up. Gut, wir machen Tap up, bevor wir die Pause machen. 1 und 2 zusammen. Erstes Knie rüber, Kick. Die letzten 4, 3, 2, let's go, komm rüber. Hopp, Kick, Knie, Kick, Pony. Dreh dich. Tap up. 4, 3, 2, let's go, komm rüber. Hop. Pony. Zack, zack, tap, tap, tap up. 4, Nummer 2, 2 Push raus, eine rüber. Mambo Cha-Cha. 5, 6, 7, knee, Elvis. Tap up. 4, 3, go, go. Hop. 5, 6, 7, 8.
Ohren nach Hause. Tap up. Gut, Päuschen. Päuschen. Wie viel Zeit haben wir denn schon? Ich sehe es gar nicht. Recording. 24 Minuten. Das war wie beim Easy Step nach dem zweiten Block. Das ist ja auch ein bisschen komplizierter jetzt hier. Marschier. So. Wir machen gleich Block Nummer 3. In 4, 3, 2, Tap up. Block Nummer 3 ist easy zu Block Nummer 2. Wir starten gleich mit einem Kick und 3 Basic in 4, 3, Kick, los geht's. Kick, Basic links. Kick, Basic rechts. Du bleibst bei 3 Basics. Kick, 3 Basic. Basic, Kick, 2 Push, 1 Push. 1 Push, Basic, Kick, 2 Push, 1 Push. Mambo wollte ich schon sagen. Wir machen Mambo draus. 2 Push Boden, 1 Push, Mambo, go, go, Kick, Kick. Mambo. Wir machen einen Kick, Tango, Push, Mambo. Das ist der Easy Step Block. Kick. Wenn du ihn langsamer aufgebaut brauchst, dann sehr, sehr gerne. Schalt kurz bei Easy rein. Aber du schaffst es. Kick, Tango, Push, Mambo. Noch einmal, dann machen wir mal ein paar Tap-Ups dazwischen. Tango. Push und Mambo. Tap up. 4, 3, 2, let's go. Kick. Kick. Tango. Push. Und Mambo. Tap up. So. Du bleibst bei dem, was du kannst. 4, 3, let's go. Kick. Tango. Push, Mambo, Tap up. Wir haben übrigens noch die langsamere Geschwindigkeit, 125 BPM. Let's go. Kick, Tango, Push, Mambo, Tap up. Also wenn du mehr willst, dann sehr, sehr gerne kommentieren. Dann machen wir die Kurbel mal noch auf die Schnelle. Let's go. Kick. Tango, du kommst rüber mit dem Push. Rechts Push rüber, Mambo nach Hause. Tap up. Was aber sehr, sehr angenehm ist, weil wir können richtig schön ins Lang machen und für die Drehung haben wir ein bisschen mehr Platz, mehr Zeit. Kick, Tango, Push rüber und Mambo nach Hause. Oder dann Jam. Ohne Tap-up-Pause, dann fliegen wir. 4, 3, lass uns über den Step fliegen. Tango. Push rüber. Jazz. Nochmal Kick. Tango. Push rüber. Jazz. Tap up. Das ist Nummer 3. Wir machen 1, 2 und 3 hintereinander. In 4. In 3. 4. 3, Nummer 1, komm rüber. Hop, Kick. Knie, Kick. Pony, dreh dich. Tap up. 4, 3, 2, let's go. Hop, Kick, Pony. Zack, zack, tap up. Zwei Push raus, nie rüber, Mambo Cha-Cha. Go, go. Mambo. 5, 6, 7, knee. Elvis, knee. Tap up. 4, 3, go, go.
zum Mambo. 5, 6, 7, 8. Tabba. Nummer 3. Kick, Tango, Push rüber, Mambo, Kick, Tango, Push rüber und Tap up. Das waren 1, 2 und 3. Wir machen nochmal 4, nochmal genauso. 3, oder lassen die Tap ups weg? Wir lassen die Tap ups weg, okay? Let's go. Pony. Hop, hop, tap. Nummer 1, komm gleich wieder rüber. Rüber, tap. Knee, kick. Pony. Dreh dich. Nummer 2, komm raus. Raus, raus. Langes Bein, Mambo Cha-Cha. 5, 6, 7, 8. 2 raus. 1, 2, hopp, zack. Mambo, cha-cha. 5, 6, 7, 8. Kick. Tango. Rüber. Jazz. Nochmal. Kick. Tango. Und push. Oh, oh. Tabop. Da habe ich die leichte Variante gemacht. Macht nichts. Wir lassen uns nicht beirren. Bist du schon bereit fürs Finale? Ich würde sagen, die Musik geht ab. Wir machen das Finale in 4, 3, let's go. Komm rüber. Hüpf, tap. Pony. Wir schneiden. Wir machen jetzt Nummer 2. Komm raus. Raus, raus. Langes Bein. Mambo Cha-Cha. 5, 6, 7, 8. Elvis. Kick Nummer 3. Tango. Push rüber. Und Jazz. Nummer 1. Rüber. Tap. Hüpp. Sanfte Musik. Machen wir ganz sanft. Hopp, hopp. Nummer 2 raus. Mambo Cha-Cha. 5, 6, 7, 8, knee. Elvis, knee. Kick. Tango. Push rüber. Und Jazz. Nochmal, Nummer 1. Rüber. Hopp. Pony. Dreh dich. Nummer 2 raus. Hüpp. Hüpf, langes Bein, Mambo Cha-Cha, go. 5, 6, 7, 8. Kick. Rüber. Und Jazz. Nummer 1. Hüpf. Zack. Kick. Pony. Dreh dich. Mambo, Cha-Cha. 5, 6, 7, 8. Hüpp. Kick. Tango. Push. Jazz. Nochmal, Nummer 1. Hüpp. Pony. Dreh dich. 2 raus. Hüpp. Hüpp. Mambo Cha-Cha. Kick, kick. Tango. Und rüber. Nummer 1. Go, go. Hoch. Tap. Nummer 2. Komm raus. Mambo Cha-Cha. 5, 6, 7, 8. Kick. Tango. Komm rüber.
Jess, letztes Mal, let's go, letztes Mal. Kick. Komm, die Schweißtropfen. Bam, bam. Hopp, hopp. Raus. Mambo Cha-Cha. 5, 6, 7, 8. Kick. Tango. Push. Jazz. Nummer 1. Bam, bam. Hop, hop, tap, tap. Und push, push. Langes Bein, Mambo Cha-Cha. Hop. 5, 6, 7. Kick. Schlusspose nicht vergessen. Hop, hop. Schlusspose. Juhu. Geschafft. Perfekt. Oh Mann. Marschier. Mein Ende ist eigentlich immer gleich. Klatschen. Huh. Oh Mann. Ich bin einfach immer so glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Wir wirklich durchdrehen konnten. Also durchdrehen im Sinne von durchdrehen und auch durchdrehen. Das heißt, ich konnte die ganze 45 Minuten mit euch richtig schön steppen. Für einen Daumen hoch würde ich mich super, super freuen. Ihr seid jetzt am Ende. Wir machen vielleicht noch eine Advanced-Stunde. Ich überlege mal, was ich aus der Choreo noch so machen kann. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für eure Spenden, für eure Kommentare. Ich freue mich natürlich über jedes einzelne und auch über Nachrichten. Falls ihr wollt, bleibt über Instagram immer schön informiert. Und wenn ihr wollt, macht doch gerne auch mal bei meinen Zoom-Kursen mit. Let's go, let's fetz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. And this is ticket talking mother for the biggest.